Willkommen zu dieser kleinen Trailer-Analyse. Heute schauen wir uns gemeinsam an, was sich EA wieder Schönes Neues für uns überlegt hat. Als ich diese Teaser-Bilder mit den kleinen grünen Geistern gesehen habe, da habe ich schon gewusst, das Pack, das wird was für mich. Endlich mal etwas nach meinem Geschmack. Ich hatte schon vor meinem inneren Auge so ein Bild davon, wie wir Geisterjäger werden können, wie wir vielleicht sogar den Job des Sensenmanns übernehmen können. Nicht, dass ich das nicht schon tun würde, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich werde mir den Trailer jetzt das erste Mal ansehen, so ein bisschen mitreacten und dann werden wir ihn ganz genau auseinandernehmen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei dran bleibt. Jetzt starten wir den aber erstmal. Ich würde sagen, Film ab. Okay, ich finde die Musik jetzt schon richtig geil. Flackernde Lichter. Oh mein Gott, Phasmo Wipes in Sims. Und die Puppe ist cool. Und die Kerzen. Ich liebe Kerzen. Und der Schrei, oh Gott. Ich finde sie jetzt schon geil. Okay, die Möbel waren gerade ein bisschen... Ein Geist in der Lampe. Oh mein Gott, ich brauche diese Geisterlampe. Ich sehe schon, Simlunare wird sowas von shoppen gehen. Und ein Geistergemälde. Das gab es ja auch in Sims 3 schon, wo die wirklich aus den Gemälden rausgekommen sind. Und die hält eine Seance ab. Die hält eine fucking Seance ab. Oh mein Gott. Ja. Ich... glaubt, dass die Modder mit dem Objekt auch noch ein paar richtig geile Sachen anstellen könnten. Weil von Sims aus wird es da wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten geben. Oh, neue Karriere. Okay. Paranormal Investigator. Also, gut. Das muss ich später dann auf jeden Fall noch mehr sagen. Und die redet mit dem Tod. Die hat mit dem Tod geredet. Okay, gut, mit dem Tod kann man natürlich jetzt auch schon reden. Aber vielleicht, ich muss mir das nochmal ganz genau ansehen. Vielleicht habe ich irgendeinen Hint übersehen. Und am 26. Jänner schon. Oh mein Gott, das ist so bald schon. Okay, gut. Und jetzt nehmen wir diesen Trailer Stück für Stück auseinander. Jetzt schaue ich mir da... okay, vielleicht nicht jede einzelne Sekunde, aber ich schaue mir den jetzt Stück für Stück an und pausiere, wenn ich irgendwas zu sagen habe. Und ich habe hier so einiges zu sagen. Fängt schon beim ersten Bild an, wo ich sagen muss, der Vorhang hier, der ist echt süß mit diesen Perlen. Ich mag das irgendwie. Und hier sehen wir auch schon so ein bisschen die Möbel. Und ich finde ja persönlich, dass die Farbgebung nicht so ganz zum Pack passt. Ist jetzt zwar schon wieder gleich mal am Anfang schon jammern auf hohem Niveau, aber wenn ich hier so ein Supernatural Pack habe, dann denke ich jetzt eher an so Möbel im Gothic-Stil, im viktorianischen Stil und in gedeckten Farben. Und hier haben wir einfach mal Türkis. Und das ist jetzt nicht so ganz, was ich mit so einem Thema assoziieren würde. Weil die nur mal so angemerkt haben. Diese flackernden Lichter. Ich hoffe so sehr, dass die Geister das machen, wenn die in die Häuser spuken kommen. Ich meine, das ist einfach mal Phasmo und Supernatural Vibes in einem. Oh, ich finde das so cool. Ich will eine Spukbude haben. Und diese Puppe hier. Ich meine, die ist richtig geil. Und wenn ich mir die so ansehe, ich bekomme von diesen Knopfaugen auch gerade richtig Coraline-Vibes und Tim Burton-Vibes von den Streifen. Das ist so richtig klassisch Tim Burton. Die ist richtig gut designt und ich mag eigentlich keine Puppen. Ich finde Puppen immer so ein bisschen gruselig. Ich meine, dass das von mir kommt, ich weiß, ist eine Tragödie. Aber diese Puppe, die gefällt mir. Ich würde mir die auch instant bei Simlunaria ins Haus stellen. Wie gesagt, die muss shoppen gehen. Kerzen, damit gewinnt man mich sowieso immer. Und diese Box, auf der die Puppe da sitzt, die sieht auch ganz interessant aus, muss ich sagen. Dieser Schrei, oh Gott, der killt mich jedes Mal. Oh nee. Genau. Da sieht man jetzt eine gute Übersicht von den Möbeln. Und genau das meinte ich. Wenn ich das hier sehe, da würde ich nicht an ein übernatürliches Stuffpack denken. Da würde ich eher irgendwie so denken an, ja, weiß nicht, nettes, flottes Wohnzimmer und Küchenset. Die Couch hier gefällt mir schon eher. Ich meine, diese violetten und roten Töne passen da auch besser ins Pack, auch wenn es nicht unbedingt gedeckte Farben sind. Und dein Kamin da, den gibt es hoffentlich auch irgendwie so in schwarz oder grau, der gefällt mir nämlich auch. Und das Kästchen hier auch. Ich hoffe generell, dass es das alles auch in einer gedeckteren Variante gibt, wobei ich die Sachen da, also den Tisch mit den Sesseln da, den finde ich ganz, ganz schlimm. Wobei, ist das dieser Seance-Tisch, den man dann einfach umbauen kann? Ich meine, so auf magische Art und Weise so umklappen und dann kommt so die Kugel raus, so wumm.
Ich glaube, die stellen die einfach eher drauf. Oh Gott. Neuer Lot-Typ. Ich hoffe, das ist ein Friedhof. Oder sie meinten damit einfach Haunted Houses. Aber ich glaube nicht. Nein, das ist kein eigener Lot-Typ. Ich hoffe auf Friedhöfe. Und diese Geisterlampe, ich weiß, ich habe es vorhin schon gesagt, aber die ist so cool. Ich brauche die. Ich brauche das. Ich brauche die in echt. Ich brauche die neben mir. Ach Gott. Ich finde, diese Geister haben total was von den Geistern aus Super Mario. Ich bin ja schon echt gespannt, was man mit diesen Geistern dann alles so für Aktionen ausführen kann. Die hier sehen gerade einfach nur aus wie so ein Kuscheltier. Also wenn so ein Geist bei mir rumspuken würde, dann würde ich keine Angst vor dem haben. Dann würde ich den umarmen wollen. Und ich meine, schaut euch den mal an. Das sieht aus, als müsste man ihn beschützen. Das mit dem Gemälde finde ich so cool. Also ich glaube ja wirklich, das ist wieder wie in Sims 3, dass man sich das Gemälde kauft, dann aufhängt und man ahnt nichts Böses. Und dann spuckt auf einmal so der Kerl rum und ermordet alle. Okay, gut. Das wird den Sims natürlich nicht passieren, weil wir sind ja alle family-friendly hier, aber man darf noch träumen, okay? Und ich will unbedingt mit Sim Lunaria eine Seance abhalten. Ich glaube, der Geist lässt alles schweben und sie ist einfach nur eine Betrügerin. Neue Karriere. Und ich dachte im ersten Moment schon, oh cool, Geisterjäger. Und dann kam halt Paranormal Investigator, was auch eine Art von Geisterjäger ist, wenn man untersucht ja paranormale Phänomene. Aber die Frage ist halt wirklich, wie ist es dann im Endeffekt umgesetzt? Und leider keine Karriere als Tod, so wie es damals bei diesem Stuffpack bei der Abstimmung auch aufgelistet war. Das hätte ich noch cool gefunden. Aber ich bin schon froh über diese Karriere. Oh mein Gott, ich finde ja die Puppe da hinten noch viel gruseliger. Schaut euch die mal an, die eine Puppe. Ich meine, da ist sie in normalerer Ansicht und die da drin ist einfach voll creepy. Oh mein Gott, Paul Heder, ich sehe es jetzt. Nein. Oh mein Gott, alle meine Wünsche und Träume werden wahr. Manch einer würde jetzt vielleicht sagen, ich übertreibe. Aber ich liebe Paul Heder. Ich habe sie in Sims 3, in fast jedem meiner Häuser. Ich meine, in der Legacy Challenge, weil da spielen wir ja normal. Aber zum Beispiel im Let's Kill war Paul Heder einfach so ein wichtiger Bestandteil von der Familie. Sie ist sogar am Familienfoto mit drauf. Ach, ich liebe Paul Heder. Und jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie zu Sims 4. Ich meine, Sims 4 ist für mich ja gerankt auf Platz 3 von meinen Lieblings-Sims-Versionen. Und ich habe nur 3 von 4 gespielt bisher. Aber damit steigt es zwar nicht auf Platz 2 auf, aber damit habe ich es dann wieder ein Stück lieber. Oh, Bonhilda. Die Möbel mag ich jetzt, wie gesagt, nicht so gerne. Und die Klamotten sind jetzt auch nicht ganz mein Fall. Ich meine, ich spiele da sowieso nur mit CC-Klamotten. Aber die Objekte. Die Objekte, die sind wirklich cool. Okay, ich bin gehypt. Ich bin viel zu leicht zu begeistern. Ich weiß es selber. Haltet mir das nicht vor. Ich bin viel zu leicht zu begeistern. Aber ich als jemand, der gern mit Übersinnlichem spielt. Ich finde, wir haben in Sims 4 einfach viel zu wenig. Ich meine, in den Vorgängerversionen, da hatten wir noch Werwölfe, Feen, Djinns, Zombies. In Sims 4 gibt es irgendwie kaum übersinnliche Wesen. Und ich weiß, extrem viele mögen nur so normales Gameplay, realistisches Gameplay. Aber es gibt auch einen großen Prozentsatz von Spielern, die wirklich gern mit paranormalen Dingen spielen. Und ich bin halt eine davon. Ich spiele gern paranormal und makaber. Und ich brauche das. Und jetzt bekomme ich endlich mal wieder Futter. Und ich hoffe, ich meine, es ist ein Stuffpack. Und meistens gibt es ja auch ein Stuffpack, das irgendwie zu einem Gameplay-Pack oder zu einem Erweiterungspack passt. Und ich fände es voll mega, wenn es demnächst nochmal so ein anderes Pack gäbe, wo mehr übersinnliche Wesen ins Spiel kommen würden. Ach, da würde ich mich freuen. Und ja, also was soll ich sagen? Ich weiß schon, wer am Release-Tag ihr in die Tür einrennen wird. Also, von mir wird es auf jeden Fall am Tag des Release, na gut, da ist gerade Prüfungsphase, ach egal, das mache ich schon, von mir wird es auf jeden Fall so ein Übersichtsvideo geben, was da alles drin ist, wie die Objekte sind, was es so für neue, ja, für neue Features im Spiel gibt. Und ich werde auf jeden Fall dieses Gameplay in meine Let's Plays integrieren. Vor allem bei Sim Lunaria wird das super reinpassen. Und ja, was soll ich sagen, das passt einfach so gut in meinen Spielstil. Und ich bin so froh, dass ich endlich mal wieder Futter bekomme. Das ist mal ein Pack nach meinem Geschmack. Wenn ihr mein angekündigtes Review und das Austesten der Packs in meinen Let's Plays nicht verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ich bin auch super gespannt auf eure Meinung zu diesem Pack. Wie
findet ihr? Seid ihr genauso gehypt wie ich? Oder seid ihr eher jemand, der gern realistisch spielt? Was sind so eure Ansichten? Fehlt euch was? Wünscht ihr euch was? Seid ihr zufrieden damit? Schreibt mir alles gerne in die Kommentare. Ich bin super gespannt auf eure Meinung. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir sogar einen Daumen nach oben da lasst. Jeder Daumen nach oben für dieses Video ist übrigens ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Und ich habe ja dann noch ein Freundchen. Hui. Bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wünsche ich euch schon mal eine schöne Zeit und sagt tschüss. Come Lightning.